Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT, ich bin Keule und wir haben heute ein kleines Wunschkonzert. Ihr habt seit ja, längerer Zeit nichts von mir gehört, das soll sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Ich hatte aber bei mir zu Hause einen kleinen Blitzeinschlag, der hat leider meinen Internetrouter ja, zerstört und deswegen gab es bei mir kein Internet, was irgendwie in der Lage gewesen wäre, wo ich ein bisschen was machen hätte können. Und von daher ja, habe ich dem jetzt erstmal Abhilfe geschaffen. Und kann jetzt wieder Videos produzieren, aufnehmen und natürlich auch hochladen. Erste Runde fahren wir heute beim Wunschkonzert mit Pippi 0815 vom Clan IXLG im 60 dB Lewandowskiego. Das ist ja, polnische schwere Panzer mit einer bösen Wumme, 152,4 mm drauf, 250 mm Durchschlag bei 750 Schaden. Ist okay, ist nicht die Welt, ist ein typischer Standard. 317 Durchschlag auf Premium-Munition bei 750 Schaden, ebenfalls ziemlich okay. Nicht die Überwelt, aber die 750 Alpha-Schaden sind eigentlich schon ein bisschen außergewöhnlich. Die findet man normalerweise eher ja, auf einem deutschen E100, wenn man sie sucht. Aber geht auch der hier. Typischer Stadtpanzer, Nahkampfpanzer, recht gute Panzerung. Lässt sich schwerer schlagen. Nach langer Zeit, aufgrund der 750 Alpha-Schaden, natürlich ein ganzes Stückchen zu hoch für ja, Gefechte mit mehreren Panzern. Das heißt, wenn ihr rausfahrt und eine gute DPM präsentiert haben wollt, dann müsst ihr da drüben auf den zurückgreifen. Auf den da hinten, ne? Auf den hier vorn, so rum. Das ist der Super Conqueror. Der hat es da eher ein bisschen drauf, aber die Alpha-Schadenschellen mit 750 Schaden, das ist schon recht respektabel. Wir fahren die Kiste hier mit Rationen. Schmalzbrote sind das in Polen. Dafür gibt es 10% Besatzungsvorteile. Kann man hier gnadenlos aussetzen. Oh, ein seitlicher Turm. Guten Morgen. Objekt 277. Nicht nach vorn ausgerichtet, sondern zur Seite. Werden wir sofort mit 685 mit dem Low Roll belohnen. Artillerie hat uns schon zum ersten Mal ein bisschen geküsst. Für die sind wir natürlich ein gefundenes Fressen, denn wir sind ja äußerst langsam. Und das macht natürlich eine ganze Menge aus dann. Da ist auch jemand sehr begierig. Kriegt von uns 759. Stell dich gleich so, als würdest du nicht mehr von der Artillerie getroffen werden wollen. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Ja, dürfte erstmal ein bisschen Ruhe sein. 1753 Schaden mit zwei Schüssen. Da möchte jemand unbedingt entdeckt werden. Ist er auch. Boah, ging daneben. Kunze Panzer, wenn der von uns so eine Schelle kriegt, dann sind fast die Hälfte seiner HP weg. Aber hier wieder das große Problem. Dauert ewig lang, bis der nachgeladen hat. Und der Kunze Panzer kriegt es oben mit der V155 zu tun. Und mit einem Udes, wenn ich das richtig sehe. Nee. Foch und noch irgendwas. Was ist das da? Waffenträger auf Panzer 4. Ah, okay. Ja, da ist ein 9er und 10er. Gib ihm. Das ist schon gemein. Das ist schon gemein. 2485 Schaden. Zwei Kills erstmal fabriziert. Und jetzt können wir hier unsere Hulldein-Eigenschaften wieder zum Vorschein bringen. Und geben dem Objekt 277 812. Das war böse. Haben allerdings vom 60 dp 740 eingeschenkt bekommen. Und es steht 2 zu 4. Die Stadt werden wir wahrscheinlich gleich verlieren. Ne, den können wir nicht schießen. E100 ist hinter dem Burg. Hinter dem Häuschen da. Von der Panzerung haben wir aktuell noch nichts gesehen. Obwohl die eigentlich effektiv ist. Dann müssen wir uns ja noch ein bisschen nach draußen trauen. Hallo. Da bleibt jemand hängen. Einmal 650, einmal 750 Schaden abgewehrt. Einmal 705 Alpha und einmal das 60 dp. Das sind so die schweren Brote, die hier unterwegs sind. E100 ebenfalls im Gegnerteam. Bin noch nicht ganz fit, ein bisschen kränklich bin ich noch. Direkt in die Seite, 691 und der 60 dp weiß nicht, wo er hinschießen soll mit Standardmunition. Der 705A weiß es allerdings. Mal gucken, wo der hier durchgekommen ist. Vorn, da unten drunter sieht man den Einschlag. Untere Wanne. Und die Kette zerstört. Und es war der zweite Treffer. Da ist ein Treffer, da ist noch ein zweiter Treffer. Ja, wir sind schon ziemlich genau, wo sie hinschießen müssen. Hier genau auf den Turmkranz geschossen.
Jedenfalls hervorragend. Wenn man weiß, wo man hinschießen muss, ist es nicht so schwer bei dem hier. Zumal er in puncto DPM eigentlich chancenlos ist gegen, ja, diese typischen DPM-Monster. Ist ein Aufklärungsschaden, nehmen wir ebenfalls noch mit. Ne, das ist angewinkelt. Da kriegen wir keinen Schuss drauf. Außer wir können da oben einmal ordentlich. Jawohl! Wunderbar! 4784 Schaden verabreicht. Trotzdem steht es 3 zu 6. Wie gesagt, die Stadt werden wir gleich verlieren. Auch hier ist es wieder so, ich habe mir das Spiel oder das Replay vorher nicht angeschaut, sondern ich drücke auf Play und nehme das dann für euch auf. Deswegen kann hier und da der ein oder andere Fehler mit dabei sein. Also, dass ich den ein oder anderen Panzerwert nicht kenne, dass ich den ein oder anderen Panzer, die Schwachstelle vielleicht nicht kenne, das gehört ja einfach mit dazu. Und dass ich auch nicht weiß, was hier wirklich auf uns zukommt, außer halt vom Ergebnis her, wüsste ich ungefähr, was auf uns wartet. Nochmal, nochmal. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass das zweimal so gut funktioniert. C10 gibt uns 458, haben wir die Rückseite anbieten müssen. Ging leider nicht anders. Keine Ahnung, wo der hingeschossen hat, aber wir geben ihm 706 in die Seite. Zerstören das Kettenrad. Er kann allerdings sofort reparieren und abdampfen. Da drüben haben wir einen Standard B, den werden wir uns als nächstes krallen. Der junge Freund ist deutlich zu offensiv. Dafür, dass er eigentlich keine Panzerung hat, wird auch sofort, ja, knallhart bestraft mit 614 Alpha-Schaden. Mit 614 Schaden sind wir bei über 6.500 Schaden insgesamt. Standard B trifft. Kommt auch beim zweiten Schuss durch. Und da trifft er wieder. 676 Schaden, wunderbar. So, kurze Situationsbeschreibung. Wir haben ja vorhin einen Standard B, der, wenn er ordentlich trifft, wenn er Premium-Munition drin hat, was er gerade nicht hat, uns hier natürlich mächtig schaden kann, wenn er die Unterwanne trifft, die hier eigentlich recht gut versenkt ist. Dadurch, dass er eine leichte Vorhangstellung hat. Hinter uns die Panzer. Haben es vorhin ganz kurz mal gezeigt, was sie können. Haben uns versucht, ein bisschen, ja, in den Rücken zu fallen. Aber wir haben hier drüben einen Waffenträger, der hier wunderbar reinwirken kann und das Objekt 705A und auch den Rest, der hier noch fährt, ordentlich auf Distanz hält. Zudem haben wir noch einen 60 dp, der von hinten ein bisschen Druck macht. Hat allerdings keine Rückendeckung. Der Superconqueror, wenn er rauskommt, kann, denke ich mal, machen, was er will, denn der Waffenträger hat hier davor ein Hügelchen, der kann auf den Superconqueror nicht wirken. So, wir müssen uns mit dem Standard B da ein bisschen ab rumschlagen, möchte ich mal so sagen. Denn der Konvoi da hinten, der möchte nicht so richtig nach oben fahren. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ah, wir sind One-Shot für den Standard B. Und er ist für uns ebenfalls One-Shot. Macht uns auch ziemlich einfach, muss ich dazu sagen. Die Kanone ist nicht die allergenaueste, ist halt ein schwerer Panzer. Ne, das muss man hier ganz einfach sagen. Aber hat nichts zu bedeuten. Anwinkeln hier vor diesem Hügel, vor diesem Sandhaufen. Wir konnten nochmal 769 austeilen. Für 8450 Schaden hat es gereicht. Und der 705A geht tatsächlich raus, vom Konvoi rausgenommen. Aber unterm Strich sind wir hier am Ende tödlich gestorben. Haben 2870 Schaden geblockt, 922 aufgeklärt. Und wie gesagt, knapp 8500 Schaden haben wir selber gemacht. Das spricht für eine richtig geile Kanone, die nicht nur im Nahkampf, wie wir gerade eben gesehen haben, sondern wir haben auch auf, ja, eine kurze oder eine mittlere Distanz in Richtung des kleinen Italieners da drüben die Schüsse ordentlich angebracht. So, wenn ihr aus dem Spiel rausgeht, beziehungsweise wenn ihr das Spiel, ich will nicht sagen verlasst, aber wenn ihr euren Panzer aufgeben müsst, dann und mir das Replay trotzdem zuschicken wollt, nur als kleine Empfehlung, bitte macht oder bitte schaltet auf einen anderen Panzer um, dass wir hier ein bisschen weiter schauen können. Aktuell kann ich hier nämlich gar nichts machen, außer hier oben rausgehen und gucken, wie das Spiel von hier oben läuft. Alle Panzer, die zu sind, kann ich natürlich nicht sehen, das ist klar. Und wir können hier aber kurz zuschauen, wie es hier weitergeht. Ah, es hat umgeschaltet, wunderbar. Rechts kommt was Hübsches an. Ah, es wird nicht reichen. Frontal. Doch, kommt da durch. Wunderbar. Hätte ich nicht gedacht. Waffenträger, immer rückwärts fahren. Ganz wichtig. Bietet sich beim Panzer direkt an.
Noch ein. Bam. Holt sich noch einen Kill. Pippi insgesamt mit 4 Kills. Also auf jeden Fall eine richtig starke Runde. Auch wenn das hier mit Sicherheit zum Sieg nicht reichen wird. Das wird der Waffenträger nicht rausholen können. Ist einfach nicht stark genug für so eine Aktion. Und der Rest kommt jetzt eh. Der Rest kommt jetzt eh. Wenn er noch einmal schießen kann, dann kann er von Glück reden. Gib ihm. Ja, tatsächlich kann er noch die Grille rausnehmen, aber das wird es dann auch gewesen sein. Jetzt wird er gnadenlos zusammengeschossen. Artillerie weiß, wo er steht und die ist noch am Leben, die gegnerische zumindest. Er kann hier rausfahren, drüben ist ein Stritzwagen, der wird mit Sicherheit auf ihn schießen. Ja, wie gesagt, von allen Seiten dann beschossen werden, da geht nicht mal in einem richtig gut gepanzerten Panzer wird da noch irgendwas gehen. Das Ding war einfach, ja, lost. Und mal schauen, was die Auswertung zu diesem leckeren Match sagt. Nachher gibt es noch eine Runde mit meiner einer. Im Gisor. So, eine High-Kaliber gibt es dafür. 8450 Schaden gemacht, 4 Kills. Ist auf jeden Fall eine geile, ein guter Wert. Gibt es nichts zu meckern. Da eine ganze Menge Gedöns. Wir haben das M ebenfalls geholt. Haben 801 Basis-XP geholt. Wäre damit hier drüben auf dem vierten Platz mit der Artillerie. Okay. Die anderen alle fern ab von deiner einer Leistung. Der Waffenträger mit 3500 Schaden. Immer noch 5000 Schadenspunkte weit entfernt. Und der Rest, ja, unter ferner Liefen. Objekt 277 ohne Schaden. E75 ohne Schaden. Braucht dazu, glaube ich, nicht besonders viel zu sagen. Es gibt einfach einige, die das Spiel dann quasi nach unten reißen. Emil 2 mit einem Schuss, den er angebracht hat. M103, ein Schuss, den er angebracht. Super Conqueror 2 wahrscheinlich. Ja, Leopard Prototyp, 2 Schuss angebracht, 18 Schüsse abgefeuert, 15 haben getroffen, 4 haben durchschlagen. Also er hat mit HE gespielt. Ja, was, wenn euch dazu irgendwas einfällt, außer dämlich, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Mir fällt dazu nichts ein, es tut mir leid. Wir machen 27.000 plus, obwohl wir, ja, verloren haben wir hier eine Plusrunde, weil wir uns halt, ja, beim Schaden ordentlich angestrengt haben und die Wumme ordentlich auf Ton gebracht haben. 14 Schüsse haben wir abgefeuert, 13 haben getroffen, 12 durchschlagen. Kein Schaden über 300 Meter, aber wie gesagt, halbnahe Distanz in Richtung Standard B. Das war auf jeden Fall schon gut gespielt, gibt es nichts zu meckern. Und auch die Panzerung, ja, recht gut eingesetzt gegen den Killshot, hast nichts machen können. Der war programmiert. 1,03 Kilometer, völlig normal für einen Panzer, der eher langsam ist. Wir haben 6 Minuten knapp ausgehalten in einem Gefecht, was 8 Minuten 18 Sekunden geht. Auf jeden Fall eine richtig feine Runde. Du hast deinen Beitrag geleistet, die anderen haben ein bisschen verkackt, das muss man dazu sagen. Und von daher geht die Runde für dich in Ordnung und der Sieg für den Gegner geht leider auch in Ordnung, muss man dazu sagen. So, das war Runde Nummer 1. Ich würde sagen, wir springen in meine GISO-Runde. Und da sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon mit meiner einer Thomas Keule 82, Kampfgruppe Mjölnir im G-Saw 1008. Ein britischer TD mit einer Autoloader-Kanone. Und wir haben drauf eine 100mm Kanone, glaube ich. Eine 105mm Kanone. 226 Durchschlag bei 320 Alpha-Schaden. 321 Durchschlag auf Premium-Munition bei 320 Schaden. Und auf HE. Ein Clip, 53mm Durchschlag, 420 Schaden. Wir haben 4 Schuss im Magazin, nach einer Zeit irgendwie katastrophal lang. Aber für einen TD ist das absolut okay. Wenn wir die Schüsse alle anbringen, dann können wir hier richtig bösen Schaden zufügen. Mit ein paar Highwalls können wir mal über 1000. Wir kommen sowieso über 1000, aber können wir locker über 1300, wenn es geht. Kanone im Grunde ziemlich zuverlässig. Wir haben kaum Gun Depression, wir haben im Grunde auch keinen besonders mobilen Panzer. Das ist ein Grund, warum ich mir hier den Panzer bisher noch nicht gegönnt habe. Das ist erst mein 7. Gefecht gewesen für dieses Fahrzeug. Im Gängerteam 2 Artis, wie auch bei uns. Und die hat auch gleich mal auf uns geschossen. Ich habe auch keine gute Crew drauf, man hat es gerade gesehen. Ich war offen. Artillerie hat auf mich geschossen. Aber ich habe es nicht geschafft, da irgendwie eine Lampe anzubringen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Denn der Panzer wird eh aus der zweiten Reihe gespielt, wenn man aufgeht, sieht es eh eher schlecht aus. So, im Gegnerteam unter anderem ein Defender und auch da drüben ein Amix M445. Ich muss mich hier immer ein bisschen hinter den Steinen verstecken, dass mir die Artillerie dann nicht zu oft auf den Schädel bumst.
finde ich nämlich doof. Und ich kann ein bisschen Unterstützungsschaden einstreifen. Wie gesagt, das Wichtigste hier ist bei dem Panzer wirklich taktisch vorgehen, denn der ist extrem empfindlich. Im Punkt der Panzerung gibt es ja gar nichts. Der erste Schuss geht daneben, der zweite Schuss geht rein. Und der Waffenträger, der WZ da drüben, kann da einen Schuss in meine Kette anbringen. Bleibt allerdings hängen. Und deswegen bleibe ich bei wie viel? 1077 HP von 1200 und habe 609 Schaden angebracht. Also zwei Schüsse, die wirklich durchgegangen sind. So, 0:0. Immer noch. Westfield ist übrigens die Karte. Es gibt natürlich hier zwei Möglichkeiten, den Panzer in Szene zu setzen. Entweder man fährt hier auf die linke Seite, hinten aus der Einserlinie, nämlich hier hinten aus diesem kleinen Wäldchen, würde ich nicht mehr spielen. Das macht absolut keinen Sinn. Wenn man schießt, ist man fast immer offen. Es gibt genügend Panzer, die sich so stellen, dass nur der Helm oben drüber schaut, also nur der Turm. Und dass wir da nicht durchkommen. Wenn wir dann versuchen zu schießen auf irgendeinen anderen Panzer, der aufgeht, macht uns der Panzer, der hier vorne steht, da hinten auf jeden Fall auf. Das ist dann nicht mehr so fein. Deswegen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren hier hoch, wenn wir schnell genug sind. In dem Fall ist er ja schnell genug, auch wenn er eine relativ langsame Krücke ist. Oder wir stellen uns da drüben hin, wo die Su-100 unterwegs ist und wirken da einmal Richtung OI oder auf die andere Seite, wo E25, Type und so weiter sich tummeln. So viel dazu. Die Mega-Kartenkunde gibt es bei mir natürlich nicht. Ne? Wenn ihr ordentliche Kartenkunde haben wollt, dann müsst ihr zu Mausakrobat gehen. Der kennt sich da erstens besser aus und macht das zweitens noch besser. So, erste Panzer ist bald raus. OI, denke ich mal. Jawohl. Stufe 6 gegen Stufe 8. Als schwerer Panzer hast du da eigentlich nur zum Verlieren. Das ist leider so. Fahren wir mal raus. Zeigen uns ganz kurz. Aha, da haben wir was Französisches. Da kriegen wir keinen Schuss an. Da ist ein Schießer. Können wir leider gerade nicht rausfahren. Kriegt ordentlich eine drauf. Und wir fahren hier mit einem anderen Winkel raus. Treffer Mainz. Nachladezeit leider ein bisschen zu lang, als dass wir da irgendwas hätten machen können. Vielleicht schießt die Artie nochmal drauf. Nicht auf unsere. Auf den bösen Feind. Hallo. Abgeprallt. Also ein Winkel geht natürlich auch. Sollte allerdings die Ausnahme bleiben. Und wir holen uns den ersten Kill. AMX M445 Stufe 7 Heavy. Einer der schwächsten Heavys auf Stufe 7, die man fahren kann. Geht von mir rausgenommen. Wird von mir rausgenommen und darf sich in der Werkstatt ein bisschen umschauen. Ich muss wieder nachladen. Dauert extrem lange. Dafür sind die Schüsse, glaube ich, recht platziert gewesen. War auch keine mega große Distanz hier. Die ganze Zeit, wo man halt am Nachladen ist, ist man im Grunde keine Hilfe. Aber das ist normal. Da kommt der gegnerische G-Sor. Defender ist hinter mir. Ich fahre hier ein bisschen weg. Dachte, er macht mir vielleicht den Proxy-Spot nicht auf, aber das macht er, ist nah genug dran. Hier ein bisschen den Lauser ein bisschen anschieben. Ein bisschen gucken, dass er hier nicht zu weit nach vorn fährt. Einmal kurz auf den IS schießen. Nochmal auf den IS schießen. Wir ziehen uns zurück. Ja, zwei Schuss habe ich noch. Und da kommt der IS über unsere Seite. Da ist er noch eins. Und da ist der zweite Treffer. Den Kill holt sich dann jemand ganz anders. Cheezer will mich hier überholen. Wird von mir gerammt. Ich schenke ihm nur 16 Rammschaden ein, weil mehr einfach nicht mehr übrig war. Der hat dann nämlich noch unterwegs einen drauf bekommen. Wir müssen uns hier wieder ein bisschen zurückziehen. Aufpassen, dass ich hier nicht beschossen werde. Unter anderem vom KV-3, der sich da lausbubtechnisch hier einmal für nichts zu schade ist und einfach zu hoch schießt. Artillerie an mir nicht interessiert, obwohl ich hier ein leichtes Ziel wäre. Erstens, ich bin natürlich komplett wehrlos. Zweitens, bin ich besonders schnell. Jetzt fahren wir ein bisschen auf die Seite. Da ist er natürlich ein bisschen zu schwach gewesen daher. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2, der geht natürlich sonst wo uns nirgendwo. Und der dritte, der vierte Schuss holt ihn dann am Ende raus. Wir sind bei 3171 Schaden
und beim Kill Nummer 3. Bon, Defender noch übrig, WZ noch übrig, Artillerie gibt mir 53. Das ist okay. Wir müssen nachladen, nachladen, nachladen. Beide Panzer haben sich ja recht gut zurückgezogen, hier so in die Senke hinein. Das bedeutet für mich, ich werde hier eine Umfahrung wagen. Zwei Artis noch übrig und die beiden Lausbuben da drüben. Und weil ich eben noch am Nachladen bin, werde ich hier eine verbesserte Position versuchen einzunehmen. Und die ist hier erstens, wenn man hier runterfährt und dann hier hinten direkt hinterm Wäldchen, kann einem eigentlich nichts mehr passieren. So, eine Arti noch übrig und die beiden hier drüben. Arti offen, hätte ich auch versuchen können, auf die zu gehen, aber da waren zu viele Panzer drüben. Deswegen nehmen wir uns zuerst den hier vor. Treffer Nummer 1, Treffer und Kill. Und dann mit dem Kill sind es dann 5 gewesen, 3508 Schaden gemacht. 240 geblockt mit der Kiste. Nicht schlecht. Und 489 Schaden aufgeklärt. Ja, nicht mein Liebling. Erstens, weil Autoloader. Zweitens, weil ein bisschen langsam ist. Und trotzdem hat es ja zu einer recht guten Runde gereicht, finde ich. Natürlich gegen 6er und 7er brauchen wir uns natürlich nichts vormachen. Mit einem 8er, noch dazu mit einem 8er TD, ist das immer ein bisschen einfacher. Aber trotzdem muss man 1er erstmal gebacken bekommen. Noch dazu die 7. Runde. Wie gesagt, keine gute Crew drauf. Ich glaube, ich habe Reparatur als ersten Skill drauf. Ich habe da irgendjemand draufgesetzt, der gerade greifbar war. Irgendwelche Kasper halt, ja. Was soll man machen? So, eine High-Kaliber gibt es, 25 Anleihen, bisschen Gedöns und wie gesagt, ein 1er ist es geworden. Wir sind auf Platz 1, was die Basis-XP angeht, hatten auch mit dem Type 64 noch einen recht guten Piloten mit am Start. Mhm. 1849 Schaden gemacht als Lotier. Okay, warum nicht? 17 Schüsse abgefeuert, 16 getroffen, 13 haben durchschlagen. Wir haben 78.000 plus gemacht. Ist ja ein Premium-Fahrzeug, da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr. 1,2 Kilometer auf der Kette in 6 Minuten und 12 Sekunden. Auf jeden Fall, ja, eine recht vernünftige Runde. Dafür, dass ich vorher auf dem eigentlich nur Blödsinn zusammengefahren bin, aufgrund schlechter Crew. Auf dem brauchst du wirklich eine gute Crew. Das ist kein schwerer Panzer, wo du mal ab und zu den Helm hinhalten kannst, sondern bei dem brauchst du Sichtweite, du brauchst einen guten Fahrer, da brauchst du, ja, eigentlich brauchst du so ziemlich alles. Mindestens 3 Perks, damit man den vernünftig fahren kann. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal den ersten voll. Deswegen bisher eher schlechte Runden gehabt. Jo, das soll es von mir gewesen sein. Erste Mal. Ich gebe mir Mühe, dass demnächst wieder mehr kommt. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut.